So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ich weiß, ich sage jetzt schon Schande über mein Haupt. Ich habe gestern einfach ein bisschen zu viel Geburtstag gefeiert mit meinem Sohn. Deshalb wurde das alles ein bisschen später. Bin auch recht früh ins Bett gegangen. Deshalb kam halt auch, wie gesagt, noch keine Mission von mir. Noch nichts zum Live-Event. Das Live-Event wird schon Mittag wahrscheinlich streamen. Auch da keine Garantie, weil wir genießen zurzeit echt das Wetter. Ihr dürft nicht vergessen, wir sind immer noch eine Familie und gutes Wetter muss man halt ausnutzen. So, ich hoffe, die meisten werden das Ganze natürlich verstehen. Aber wir werden gleich auch direkt reingehen in den Shop. Aber natürlich muss ich mich wieder bedanken bei euch. Euer Support ist echt in letzter Zeit zu krass. So, erstmal, das war das. Jetzt gehen wir schnell rein in den Shop, gucken, was es Neues gibt. Und was sehen wir? Nichts Neues. Aber wir gehen kurz durch. Die Deadpool-Geschichte ist damit wohl jetzt durch. Ich würde sagen, Deadpool war auch jetzt lange genug im Spiel und hast du nicht gesehen. Und da wieder eine Aufgabe und da wieder ein Skin. Aber irgendwann, ich bin ganz ehrlich, irgendwann konnte ich Deadpool auch nicht mehr sehen. Jetzt ist natürlich Travis Scott angesagt, aber da ist halt in Anführungszeichen nur das Live-Event jetzt am Wochenende. Ich habe mir bis jetzt immer noch nichts angeguckt, aber ich sag ganz ehrlich, was sollen wir da auch groß sehen? Ich meine, ich lasse mich gerne noch eines Besseren belehren, aber ganz ehrlich, was soll uns da erwarten? Ich denke mal, es wird nichts Besonderes sein, weil wir halt eben schon mal so ein Event hatten mit Marshmallow, aber mal gucken, was Travis Scott sich da eingelassen hat mit Epic Games. Aber ich würde sagen, gehen wir jetzt mal erstmal ganz entspannt auf den Shop ein. Wen haben wir da? Genau, Agent des Chaoses. Den habe ich mir schon damals gekauft. Ist recht nice, der Skin. Das Einzige, was an dem Skin ein bisschen stört, warte mal, ich guck mal gerade. Wo habe ich ihn? Da. Ihr seht hier bei dem Stil diese Dinger, die da hochgehen, die Blubberplätzchen. Das ist nice im Spiel, aber es irritiert auch, weil diese Blubberplätzchen, du nimmst dauernd irgendwie wahr, als wäre da ein Gegner. Also da müsst ihr halt wirklich ein bisschen aufpassen. Weil wenn ihr das im Spiel seid, hier diese Blubberplätzchen, die stören, also mich persönlich stören sie, weil sie lenken einfach dermaßen ab. Aber muss halt wie gesagt jeder selbst für sich entscheiden. Dann kurze Bitte nur an euch, guckt bitte, ob mein Creator-Code drin ist, yt-familyhack. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Ich danke trotzdem allen, die den Creator-Code eingetragen haben. Und da würde ich sagen, erstmal an der Stelle Dankeschön. Dann auch an alle Kleineren, die den Creator-Code haben. Die Auszahlungsgrenze ist inzwischen bei 100 Dollar. Bis ihr 100 Dollar habt, müsst ihr einiges umgesetzt haben an Umsatz. Ich meine, die werden wissen, wie viel Prozent ihr bekommt. Also ihr könnt euch das ja mal gerne selber ausrechnen, ob sich das wirklich lohnt, immer euren eigenen Creator-Code zu kaufen. Weil bis ihr da mal 100 Dollar zusammen habt, das wird ewig dauern. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, also es dauert lange. So, dann... Hier haben wir die nette Chaos-Sense noch. Ja, ist nicht schlecht. Also vom Ton her mal wieder was anderes. Aber wie gesagt, sie war ja schon mal drin. Und für 800 V-Bucks, naja. Dann haben wir schwarzer Schleim. Die Tarnung ist recht nice, aber 500 V-Bucks. Und ich weiß, das ist keine Tarnung, es ist eine Lackierung. Aber ich sag dazu trotzdem Tarnung, da wird mich auch keiner mehr von abbringen. Als alter COD-Hase ist das einfach so. So, dann haben wir den Beef Boss wieder mit drin. Der Skin ist echt nice. Also mir gefällt das schon inzwischen. Ich muss bei den Skins immer inzwischen an meinen kleinen Sohn denken. Er wünscht sich so sehr Essenschlacht zurück in Fortnite, aber irgendwie haben die keinen Bock mehr darauf. Die bringen immer wieder mal einen Skin von Essenschlacht rein, aber den Modus selber leider nicht. Natürlich mit dem passenden Rückenaccessoire, mit der Pommes auf dem Rücken. Dann haben wir natürlich den Brettlingsklatscher auch wieder mit dabei. Und des Weiteren fliegende Untertasse. Feiere ich immer noch. Sieht halt aus wie so ein Gesicht. Ist aber halt natürlich nur so just for fun alles. Aber für 1200 V-Bucks deutlich zu teuer. Wirklich deutlich. So, dann haben wir die freche Wurst dabei. Der Skin gefällt mir immer noch. Ich feiere den so. Aber in-game finde ich ein halb bisschen. Das ist alles zu groß geraten da auf dem Rücken. Also, ich finde
Von vorne ist okay, aber in-game absolut nicht zu gebrauchen. Guck dir schon mal an, wie groß das ist. Also ich finde das Brötchen einfach zu groß. Dann zu noch den Kondensstreifen. Naja, die Sache so an sich finde ich den Skin nice, aber in meinen Augen ist er nicht spielbar. Den kann man sich in die Lobby stellen, ja, ist okay, aber dann hört das Ganze auch wieder auf. Aber wie immer, alles eure Entscheidung. Dann den Skin, ich mag ihn. Der ist wirklich nice. Also ich glaube, ich habe jedes Mal schon gesagt, irgendwie hat der Skin mir was angetan. Ja, aber das ist auch so ganz ehrlich, weil er halt von hinten nice aussieht. Von hinten ist dieser Skin echt geil. Jetzt noch mit dem anderen Rückenaccessoire, aber wir haben natürlich auch ein passendes dazu. Also ich finde, das ist eine geile Kombo, weil wir dürfen nie vergessen, wir sehen die Skins zu 90% von hinten. Weil wir logischerweise mit dem Skin im Ingame sind und so sehen wir den Skin zu 90%. So, was haben wir noch Schönes drin? Die Taxifahrerin. Mal wieder in dieser türkisfarbenen Variante. Dann haben wir noch den Mathe-Tanz. Ah ja. Sag mal, Travis Scott sieht einfach jeder Tanz nice aus. So, und dann langsames Klatschen. Wer hat, ich glaube im Livestream war das, hat auch irgendeiner gefragt, wann das wieder reinkommt. Hier ist es. Und denkt dran, vergesst nicht, Creator-Code YT-FamilyHack. Für 200 V-Bucks machst du dabei definitiv nichts verkehrt. Dann haben wir wieder Elektro-Shuffle drin. Ich sag ja, mit dem Skin, jeder Tanz sieht da nice aus. Dann haben wir Binde Katze. I'm a kitty cat. Natürlich immer noch nice. Dann haben wir die großen Pakete sind immer noch da. Ich habe ja gesagt, wahrscheinlich bleiben sie bis Sonntagabend drin. Ab Montag werden sie wahrscheinlich draußen sein. Einmal Travis Scott als Skin, einmal das passende Rückenaccessoire. Travis Scott natürlich in zwei Varianten. Einmal in der Original und dann einmal in der T3000. Ich vergesse dauernd die Zahl. Dann haben wir noch Astro Jack drin, auch in zwei Varianten. Da haben wir auch schon gesagt, der ist zwar so ganz gut, aber wir denken alle, so ein Rette die Welt ist okay, aber in-game ist halt hier diese blaue Variante einfach zu hell. Dann natürlich mit passendem Rückenaccessoire, was natürlich auch in drei Varianten da ist. Aber ganz ehrlich, Travis Scott, eine 1 plus mit Sternchen. Viele haben es auch gesagt, nee, mir gefällt der nicht so, aber da ist mehr Geschmackssache. Dann haben wir hier die Pickaxe noch. Feier die auch. Also, da bin ich echt schon überlegen, ob ich sie mir auch noch kaufen soll, aber meine V-Bucks sind so geschrumpft. Ich hatte kurzer Zeit 15.000 V-Bucks, jetzt sind es nur 8.000. Grüße gehen raus. So, dann haben wir noch hier die Lackierung, nicht Tarnung. Da sage ich aber immer, nur auf der Pistole gefällt mir die Tarnung richtig gut. Obwohl, hier geht es eigentlich auch drauf, das da. So, dann war es das eigentlich schon wieder mit dem normalen Shop. Wie gesagt, wer mich da gerne unterstützen will, wer komplett neu auf dem Kanal ist, gerne ein Abo da lassen. Ihr seht hier unten links, Skin-Verlosungen laufen natürlich immer noch. Und wie gesagt, gerne Creator Code eintragen, YT-FamilyHack. Meine Frau hat schon gesagt, hey, du machst das zu oft mit der Werbung. Aber wir wissen ja schon allein, was die Likes angibt. Euch muss man immer an alles erinnern. Wir wissen es ja selber, wir gehen schnell rein in den Shop, zack, was gekauft, will ich unbedingt haben und dann, oh, ich hatte gar keinen Creator drin. So, wir gehen noch schnell rüber zu Rette die Welt. Da muss ich mich auch schon wieder schämen. Ich hätte nämlich eigentlich gestern noch eine V-Bucks-Mission machen müssen. Also nicht, sag schon, eine tägliche V-Bucks-Mission. Klar, ich habe da drei Stück offen. Jetzt hätte ich eigentlich 50 V-Bucks mehr, aber irgendwie vergessen. Ich war auch gestern Abend so müde, deshalb kam halt wie gesagt auch zum Live-Event noch nichts. Irgendwie gestern ein bisschen der Wurm drin gewesen. Aber so ist das halt manchmal. Ich meine, wir haben ja so viele YouTuber, irgendeiner macht immer irgendwas. So, dann gucken wir mal gerade, was wir heute als Belohnung kriegen. Komm, mach mit. Fortnite. Zack, zack. Aha. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Braucht kein Mensch. So, dann. Oh, es gibt wieder kostenlos Lamas. Lamis. Ehre. Na gut, ein Überlebender. Schmeckt wenigstens ein paar Handbücher. So, jetzt bitte noch einen goldenen. Ne, heute nicht.
da ist halt nichts Besonderes drin. Zack, zack, Abfahrt. Dann haben wir das super Nahkampf-Lama. Da sage ich aber ganz ehrlich, lasst die Finger von so Sachen. Die bringen euch nichts. Ist einfach so. Dann kurz gucken, hat sich hier irgendwas verändert? Nein, alles beim alten Stand. Und da würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem normalen Shop-Video. Und in dem Sinne, haut rein.